An diesem Tag im Spätsommer startet der Ballon auf einer Wiese neben der Rösler, östlich von Seußen, das wir auch als erstes überfahren. Nach Osten hin markieren drei Windräder die Blausäulenlinie. Unter dem mittleren erkennt man die Waldenfelswarte auf dem Kohlberg. Schöner könnte das Wetter nicht sein. Der leichte Wind aus Ost ist ideal für die Streckenführung. Brand bei Marktredwitz. Weiter rechts sieht man Wölsau. Gerusam zieht unter uns Korbersdorf vorbei. Die Schatten der Bäume werden schon länger. Ein herrlicher Sommerabend mit wunderbarer Sicht. Wenn der Brenner faucht, strahlt er eine ordentliche Hitze ab. Überfahrt der A93, unserer wichtigsten Nord-Süd-Verkehrsverbindung. Die Landschaft wirkt wie auf einer Modelleisenbahn. Lorenz Reuth. Obertölau mit dem Dorfteich in der Ortsmitte. Im Süden zieht langsam Marktredwitz vorbei. Unter Tölau wird durch das beeindruckende Viadukt der Eisenbahnlinie Regensburg-Hof markiert. Das Röslertal zwischen Juliushammer und Untertölau ist ein echtes Naturparadies. Im abendlichen Dunst ist in der Bildmitte ganz im Hintergrund der raue Kulm zu sehen. Links davon der Amesberg und rechts die Küsseine. Wintersreuth. Rechts liegt Bad Alexandersbad schon im Schatten, während die sich als Reuter noch die letzten Sonnenstrahlen des Tages genießen können. Wir erreichen die östlichen Ortsteile von Wunsiedel und haben einen guten Blick auf das neue Pelletswerk der Stadtwerke Wunsiedel. Im Süden grüßt am Horizont der Steinwald herüber. Die Ballonfahrt führt genau über die Hauptstadt des Landkreises. Das Zeitelmoos kommt näher und näher. Jetzt ist ein geeigneter Landeplatz gefragt. Thank you.
bei Hildenbach hat uns die Erde wieder. Schade. Auch diese luftige Reise wird mit Teamarbeit abgeschlossen, in den Haaren der Erstfahrer feurig markiert, beurkundet und mit einem Gläschen Sekt abgerundet. Der Landeplatz bietet einen schönen Rundblick auf das hohe Fichtelgebirge.